zum Dreisat-Festival. Haus der Festhalle in Frankfurt. Willkommen hier zu KI, künstliche Idioten. Worum geht es? Um den Fortschritt, der menschliche Fortschritt. Und da habe ich gleich mal eine gute Nachricht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat Deutschland kürzlich zur innovativsten Nation der Welt erklärt. Ja, natürlich, ich komme aus dem bayerischen Odenwald. Armerbach im Odenwald. Was hat die Welt uns Bayern nicht alles zu verdanken? Die Waschmaschine, das Röntgengerät, der Schraubstollen. Das Elfmeterschießen, der FC Bayern München, was für ein Verein. Wie schafft man mit so viel Erfolg so wenig Sympathie? Ja, ich habe ja im Internet gelesen, kürzlich Verstorbenen tut man in Dortmund ein FC Bayern-Schal auf die Brust legen, ja, um zu gucken, ob sie wirklich tot sind. Wobei, die größte Erfinderdichte finden wir natürlich in Baden-Württemberg. Das Auto, das Fahrrad, der Alleskleber, der Dübel. Das Solarium, ja, 1975 wurde das Solarium erfunden. 2013 der erste AfD-Landesverband. Das war der konsequente Schritt von der Sonnenbank zum Selbstbräuner. Ich finde den großartig. Ja, da kann man klatschen, ja, oder? Also. Nein, das sagen Sie natürlich. Moment mal, die AfD, die wurde doch in Hessen gegründet. Vollkommen richtig. Deswegen, wenn der Hesse eine Idee hat, dann Vorsicht. Die Kernspaltung, der Raketenantrieb. Die drahtlose Telegrafie. Ohne Karl Ferdinand Braun gäb's kein Handy, gäb's keinen Fernseher. Also wenn ein Volk irgendwo verblödet, steckt wahrscheinlich ein Hesse dahinter. Das Telefon. Johann Philipp Reis schafft es 1861, die erste stehende elektrische Fernsprechverbindung aufzubauen. Und zwar mit dem Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Habt ihr das gewusst? Das ist wirklich der erste Satz, der jemals in Deutschland telefoniert wurde. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und wenn man den Gesprächen unserer Zeitgenossen im ICE so lauscht, also viel mehr Niveau ist auch nicht dazugekommen, muss man sagen. Ja, das Telefon ist ein wunderschönes Beispiel für das erste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Das erste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Das lautet, Fortschritt ist weder gut noch schlecht, oder? Viele Leute denken immer, beim Fortschritt wird alles besser. Quatsch, beim Fortschritt erstmal alles nur anders, oder? Gebrauch und Missbrauch liegen eng beieinander. Deswegen bitte, ich hoffe, ihr habt euer Handy jetzt wirklich ausgeschaltet. Bitte, schaltet euer Handy aus. Nehmt es als Chance. Neulich habe ich 2 Wochen lang in Berlin gespielt. Jeden Tag war dasselbe in meiner Show. Immer war dasselbe in meiner Show. Hat jemand gesagt, Mensch, Sie sind aber ein großer Theaterfan. Hat gesagt, nee, eigentlich gar nicht. Aber er sagt, das Theater ist der letzte Ort, wo sein soziales Umfeld akzeptiert, dass er mal nicht erreichbar ist. Er sagt, dieser Teil, wo er das Handy ausschalten soll, das findet er total super. Er hat zu mir gesagt, wenn ich jetzt noch die nächsten 2 Stunden meine Klappe halten würde, wäre der Abend für ihn eigentlich perfekt, hat er gesagt. Also, schalten Sie das Handy ab, ja, wenn Sie dazu noch fähig sind. Ja, manche Leute können es ja gar nicht mehr, oder? Natürlich, ja, 2 Stunden auf eine Sache zu konzentrieren, kriegt man gar nicht mehr hin. Ja, im Kabarett genauso. Spätestens nach einer halben Stunde klotzt irgendjemand auf sein Handy. Und man denkt sich, was klotzt du jetzt auf dein Handy? Was machst du jetzt? Netflixen? Kennen Sie Netflixen? Ja, das ist Verb von Netflix. Ja, habe ich zum ersten Mal gehört, am Telefon. Was machst du denn gerade? Netflixen. Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ja, ich habe erst Netwixen verstanden. Ja, habe ich ja auch gar nicht bestellt. Willst du vorbeikommen? Nein, wenn du eh nicht wickst. Na, das Handy, ja, zeigt sehr schön, was man in der Wissenschaft unter dem Diktat des Fortschritts versteht. Diktat des Fortschritts. Oder besser bekannt als das zweite Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Was da heißt, ja, aus jedem Können wird irgendwann ein Müssen, oder? Natürlich, Handy heißt nicht, man kann überall erreichbar sein. Man hat gefälligst, überall erreichbar zu sein. 42% der Deutschen benutzen ihr Handy regelmäßig auf der Toilette. Ja, neulich schallt es neben mir aus der Kabine. Schatz, ich muss jetzt aufhören. Schatz, können wir da später drüber reden? Nein, ich möchte der Diskussion nicht ausweichen. Ich möchte meinen Hintern abwischen. Verdammt. Wieder aber um Gottes Willen. Ja, Frankfurt, nichts gegen Handys. Ne? Noch schlimmer sind die Leute, die über alles, was sie nicht kennen, den Kopf schütteln müssen. Kennen Sie Leute, oder? Bei mir, Armerbach im Odenwald, alles, was der Bauer nicht kennt. Ja, aber so Leute gab es auch schon immer. So Leute gab es schon immer. Wahrscheinlich gab es schon alte Ägypter, die vor 5000 Jahren am Nil gestanden sind und für diesen ganzen Papyrus-Wahnsinn kein Verständnis hatten. Ja, Papier, weil alles aufgeschrieben werden muss. Oder alles muss heute aufgeschrieben werden. Früher hat man für den Satz, ich liebe dich, mein Schatz, mit Hammer und Meißel eine Woche gebraucht. Da hat man sich überlegt, ob man so einen Scheißtrick überhaupt schreiben will. Ja, und nun 5000 Jahre später sagt mein Vater, oder diese Mail, immer diese Mailerei, oder? Weil dort alles gemailt werden muss, oder? Weil niemand mehr Briefe schreibt. Neulich habe ich so einen wunderschönen Brief geschrieben. Stilistisch war der geradezu perfekt. Ich habe gesagt, wie hast du denn geschrieben? Ja, dem Nachbar. Warum bist du denn einfach rüber? Ah, weil ich mit dem Arschloch doch nichts mehr rette, hat er gesagt.
Dabei ist doch gerade dieser Erfindungsreichtum, der uns Menschen überhaupt erst zu Menschen macht, oder? Denkt mal nach, als Tiere sind wir Menschen totale Pfeifen. Wir sind nicht besonders stark, wir sind nicht besonders schnell, wir haben keine Reißzähne, die uns verteidigen, kein Fell, das uns wärmt, aber wir haben Technik. Anthropologen sagen, Werkzeuge dienen quasi heute als Organersatz. Werkzeuge sind Organersatz, versteht ihr? Ein Reißzahn ersetzt das Messer, ein Fell, eine Jacke ersetzt das Fell, ein Propeller ersetzt den Flügel. Wobei ich mich in letzter Zeit oft gefragt habe, welches Organ ersetzen wir eigentlich durch diese verdammten Laubbläser? Mein Nachbar zum Teil, 20 PS, 20 PS, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Mann kann selbst bei Sturm das Laub gegen die Windrichtung blasen. Und das Ding macht einen Lärm. Ja, ist schon ein bisschen geräuschvoll. Ich habe gesagt, was heißt die geräuschvoll? Gerade ist eine Nachtigall mit Hörsturz aus der Hecke rausgeblumst. Oder ein Garten soll doch ein Ort der Ruhe sein, der Kontemplation, der stillen inneren Einkehr. Ich meine, welches Gedicht hätte Eduard Mörike geschrieben über unsere Gärten? Der Nachbar lässt den Rasenmäher wieder knattern durch die Lüfte. Benzin und Diesel ölig Düfte stinken ahnungsvoll im Land. Gartenhäcksler träumen noch, wollen Balde strotzen. Hörst du von Weitem die Kettensäge schon? Frühling, ja du bist, dich find ich zum Kotzen. Ja, der Laubbläser illustriert sehr schön das dritte Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Ja, in jeder Lösung eines Problems liegt schon die Ursache vom nächsten Problem. So sieht's aus, oder? Aber bitte, ich bin nicht technikfeindlich. Ich weiß, ich klinge sehr schnell technikfeindlich. Das bin ich nicht. Und selbst wenn es so wäre, es ist ja ganz egal. Dem Fortschritt ist es vollkommen egal, ob Sie den jetzt irgendwie gut finden oder schlecht finden, oder? Fortschritt passiert. Da brauche ich kein Gesetz dafür, das ist einfach nur Wettbewerb, das ist Kapitalismus. Ja, natürlich, das Bessere ersetzt das Schlechtere. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. So sieht's aus, gell? Und bitte, bevor ihr euch über mich ärgert, immer dran denken, ich habe doch keine Ahnung, bitte, von Technik habe ich absolut keine Ahnung, wirklich. Handy, wenn ich ein neues Handy habe, muss ich wie Heinrich der Vierte nach Canossa zu meinem Neffen pilgern. Hä? Damit der mir das einrichtet. Und der Kerl ist 4 Jahre alt. Ja, Rauchmelder. Der Vermieter hat mich wochenlang genervt. Hätten Sie den Rauchmelder schon angebracht? Mache, ist Vorschrift. Hab gesagt, ja, haben Sie die Hauswaldung schon wegen der kaputten Heizung angerufen? Ja, mach ich noch. Hat er natürlich nicht gemacht. Ergebnis, Mitte Dezember an der Decke 3 Rauchmelder, aber im Raum Temperaturen, wo man sich über Feuer eigentlich eher freut, muss man sagen, ja. Ja, und auf einmal hat das Ding getutet. Da. Ich bin die Wohnung auf und ab. Es hat nirgendwo gebrannt. Ich habe gesagt, Schatz, was nützt mir denn ein Rauchmelder, wenn dieser Rauchmelder nicht mehr unterscheiden kann, ob es hier brennt oder ich einen Marmorkuchen verkokse? Ja, und ich habe das Ding nicht ausbekommen. Ich habe das blöde Ding nicht ausbekommen. Ja, ich bin auf der Leiter gestanden. Ich habe es nicht ausbekommen. Hat meine Frau zu mir gesagt, war da keine Gebrauchsanweisung dabei? Ja, natürlich war da Gebrauchsanweisung dabei. Hast du die Gebrauchsanweisung gelesen? Natürlich. Natürlich nicht. Entschuldigung, ich bin ein Mann, okay? Oder? Männer lesen keine Gebrauchsanweisungen. Ein Satellitenreceiver, sowas erklärt sich von selbst. Ja, spätestens um Mitternacht wühlt man sich durchs Altpapier. That's the way it is. Ja. Aber Kinder, da kommen wir doch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ihr müsst doch zugeben, wir alle, wir benutzen die Früchte des Fortschritts. Aber wir haben keine Ahnung, wie sie funktionieren, oder? Natürlich, wissen können heißt noch lange nicht wissen wollen. Nehmen wir zum Beispiel mal Impfen. Impfen ist für die meisten Menschen heute eine absolute Selbstverständlichkeit. Ja? Selbst bei mir im Odenwald. 90% der Odenwälder haben einen Impfschutz. Was erstaunlich ist, weil der Odenwälder ist wahrscheinlich die einzigste Lebensform, wo der Parasit vor dem Wirt mehr Angst hat als andersrum. Ja. Ja, aber was haben sich Impfpioniere wie Pasteur am Anfang für Beschimpfungen anhören müssen? Bis heute, ich schwör's Ihnen, wenn Sie als Komiker einen Witz über Impfgegner machen, am nächsten Tag bricht die Hölle über Sie herein. Ja, aber bitte an alle Impfgegner draußen, bitte, ich bin ja nicht objektiv. Ich bin da zugegebenermaßen bei dem Thema nicht objektiv. Versteht ihr? Ich komme aus einer Medizinerfamilie, bin ausgebildeter Rettungssanitäter.
habe mein Studium im Krankenhaus finanziert, Biologie studiert, Nebenfach Immunologie. Also alle so Dinge, wo ein Impfgegner sagt, Mensch, der Mann, der kann ja gar nicht mitreden. Ne? Ja, ich meine, was brauche ich, ein Hochschulstudium, wenn mein Heilpraktiker eine Homepage hat? Ja, Sie kennen vielleicht Witz, Renate, sind das die Masern? Nein, das sind treue Punkte vom Homöopathen. Ja, da kann man klatschen, ja. Sehen Sie, das ist das vierte und wahrscheinlich wichtigste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Fortschritt bedeutet, der Mensch verlässt das Stadium der Unwissenheit und endet in einem Zustand Ignoranz. Die Frage ist nur, können wir uns diese Ignoranz in Zukunft leisten? Ich meine, schau dir mal um, was da alles da draußen passiert. Die Welt stürmt immer schneller voran, oder? KI, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Gentechnik, Robotik, natürlich Robotik. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, oder? Hörgerät. Herzschrittmacher, künstliche Insulinpumpe, das ist kein Senior mehr, das ist ein Cyborg. So sieht's aus. Ja, Hüfte aus Titan, Knie aus Chrom, 12 Stands aus Silberdraht. Ja, der hat mehr Edelmetall im Körper als die Bundesbank im Keller. Ja, wenn der mal stirbt, müssen wir nur ausmachen, wer bekommt das Haus und wer bekommt die Leiche. Ja, da muss mich doch fragen, sind wir noch der Homo Sapiens oder sind wir schon der Homo Super Sapiens? Ja, der Mega-Homo. Und dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht von meinem Freund Konrad. Ja? Spitzname Waldo, so heißt er nämlich, Konrad von Waldo. Den habe ich kürzlich mal wieder in Berlin besucht und habe festgestellt, oh, der hat sich sehr verändert. Ihr müsst wissen, der Konrad, der Waldo, der ist als Student ist er eher so ein Schluri gewesen, ja, eher ein Faulpelz. Ja? Motto seines Studiums ist immer gewesen, rechtzeitig aufhören, bevor man müde ist. Versteht ihr? Ja. Und auf einmal steht der Kelle um 5 Uhr neben meinem Bett. Um 5 Uhr. Ich hab gesagt, was machst du jetzt neben meinem Bett? Hat er gesagt, ja, er geht jetzt joggen. Soll ich dich mitnehmen? Hab ich gesagt, gern, aber wie bringst du jetzt mein Bett aus der Tür? Ja, gehst du vor dem Arbeiten nie joggen? Nein, ich gehe vor dem Arbeiten nie joggen. Weil aufstehen und arbeiten ist doch schon schlimm genug, oder? Ja, da muss ich mittendrin dann doch noch joggen, oder? Hat er gesagt, ja, kann aber dein Leben verlängern. Hab gesagt, wenn ich dafür joggen muss, bin ich in der Zeit lieber tot, hab ich gesagt. Ja. Und dann kommt er zurück und dann macht er sich natürlich keinen Kaffee, dann macht er sich einen Smoothie, einen Grünkohl-Smoothie. Ohne Witz, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Der nimmt Grünkohl, püriert ihn und trinkt ihn. Ja, ich habe gesagt, dass das Zeug wach macht, glaube ich dir sofort, habe ich gesagt. Wirklich, Grünkohl-Smoothie ist ein faszinierendes Getränk. Das einzige Getränk, das ich kenne, das Farbe und Konsistenz nach seiner Reise durch den Darm praktisch beibehält. Ja, und da habe ich natürlich gefragt, habe ich gesagt, Konrad, was ist mit dir los, was geht mit dir ab? Hat er gesagt, ja, er ist jetzt Transhumanist. Habt ihr schon mal was vom Transhumanismus gehört? Der Transhumanismus sagt, die großen Ideengeber der Geschichte sind gescheitert. Versteht ihr? Also alles, was den Menschen früher Ziel und Orientierung gegeben hat, hat ausgedient. Versteht ihr? Egal ob Religion oder Ideologien, egal ob Kommunismus, Katholizismus, Karnevalismus, was weiß ich, ist ganz egal. Alles ist den Bach runtergegangen. Es bleibt dem modernen Menschen nur noch eine große Meta-Idee. Hol das Beste aus deinem Leben raus. Wachse über dich hinaus. Selbstoptimierung. Darum geht's. Und dazu ist ihm wirklich jedes Mittel recht. Schönes Beispiel. Hat er zum Beispiel gesagt, ja, er muss heute noch zu seinem Dealer, ob ich mit will. Er hat gesagt, so ein Dealer? Ja, komm mal zu einem Pausehof. Er hat gesagt, was, dein Dealer verkauft sein Zeug auf dem Pausehof? Hat er gesagt, ja. Er hat gesagt, das ist eine Grundschule. Er hat gesagt, ja. Sag mal, was ist das für ein Arschloch? Hat er gesagt, naja, für einen Drittklässler ist er eigentlich ganz in Ordnung, hat er gesagt. Und dann habe ich Hendrik kennengelernt und Hendrik hat mir gesagt, ja, bei ihm wurde ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, festgestellt. Und er hat sehr schnell gemerkt, dass er persönlich von seinem Ritalin viel mehr hat, wenn er es nicht schluckt, sondern verkauft. Ja, da habe ich gefragt, wer kauft ein Ritalin? Er hat gesagt, ja, hauptsächlich Studenten. Ja, Ritalin wirkt leistungsfördernd. Man schätzt, jeder fünfte Student in Deutschland nimmt regelmäßig leistungssteigernde Substanzen. Ja, kann man sagen, okay, warum nicht? Das Problem ist nämlich, dass niemand genau weiß, behält der Medizinstudent auch im Kopf, was er unter Drogen gelernt hat. Ja, weil wenn nicht, dann gibt es bald sehr, sehr lustige Gespräche im Operationssaal. Sag mal, ist das die Leber oder die Milz? Keine Ahnung, ich bin unter Anästhesist. Ich habe gedacht, ich bin der Anästhesist.
Ja, nee, du bist der Padolore. Für was denn Padolore? Naja, für die Obduktion. Wir machen hier eine Operation. Ja, und was? Ja, Blinddarmentzündung. Ja, Moment, da kommt doch nur der Blinddarm raus. Genau, ich glaub, die anderen Organe musste wieder zurückstopfen. Ja, ich weiß, ich mach das auch nicht zum ersten Mal. Du schaffst es? Natürlich. Einmal muss es doch klappen. Versteht ihr? Und Konrad findet es total super. Ja, er sagt, durch die moderne Pharmazie kann sich der Mensch in jeden gewünschten körperlichen oder psychischen Zustand versetzen. Ja, er hat zu mir gesagt, man schätzt, 10% der Österreicher nehmen regelmäßig Psychopharmaka. Hab ich gesagt, ist ja schlimm. Sagte genau. Das heißt, 90% der Ösis lässt man vollkommen unbehandelt durch die Gegend laufen. Nein. Ja. Aber versteht ihr, das ist typisch Transhumanismus. Ja? Transhumanisten sind beseelt von einem geradezu fanatischen Zukunftsoptimismus. Konrad liebt zum Beispiel alles, was irgendwie mechanisch und automatisch ist. Ja? Er hat zum Beispiel drei Putzroboter. Ja? Einen zum Bodenputzen, einen zum Fensterputzen und einen zum Rasenmähen. Da habe ich gesagt, was heißt hier Rasenmähen? Du wohnst im 11. Stock. Er hat gesagt, ja, er lässt jetzt einmal täglich einen Stadtpark raus. Ja, Sprachassistent, der hat drei Sprachassistenten, ja? Und alles Frauenstimmen. Seine Freundin Bea ist total genervt, sie sagt, das ist keine Wohnung mehr, das ist ein digitaler Harem. Ja, Siri, weck mich um 6.30 Uhr. Cortana, was kommt heute Abend im Fernsehen? Alexa, wann wurde Rainer Friedrich Kupsch geboren? Sie hat gesagt, du kannst auch mich fragen, wann Rainer Friedrich Kupsch geboren wurde. Warum? Es ist mein Vater, verdammt nochmal, ja? Ja, man nennt dieses Konzept Smart Home, ja, intelligentes Heim. Ja, in seinem Zuhause ist alles intelligent. Ja, der Toaster toastet Toast, je nach Art des Toasters, die Waschmaschine schaltet sich an, wenn der Strompreis billig ist. Er hat sogar, ohne Witz, gebt mir mal, eine intelligente Toilette. Ohne Witz, eine, google es nach, Toto, die intelligente Toilette. Ja, ja, wenn man die Tür aufmacht, geht erstmal Musik an. Da, 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 pf, da, 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 pf, da, 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 da. Ja, die Toilette ist so intelligent, wählt die Musik passend zur Peristaltik. Ja, bei Verstopfung Wagner, bei Dünnpfiff Zauberflöte. Das ist ein Witz gewesen, muss ich nicht so gucken, das war nur ein Witz gewesen, ja. Aber was kein Witz ist, ja? Sonst ist alles dran, ne? Also Multimedia, Touchscreen, Internetzugang, selbstsäubernd und, jetzt gibt euch das mal, nach dem Akt bekommt man mit einer Massagedüse warmes Wasser gegen den Hintern gespritzt und dann mit einem Analföhn den Sphinkter sanft trocken gepustet. Und ich muss sagen, es ist saugeil. Ja, es ist wirklich saugeil. Aber ich habe gesagt, Konrad, es kann auch nicht sein, dass ich nach jedem Klogang erstmal an meiner sexuellen Orientierung zweifeln muss. Aber Toto nimmt dir auch einen Blutdruck ab, misst dein Gewicht, macht einen Urintest, Leukozytenzahl, Blutanteil, nicht ausgedacht. Konrad sagt, gerade Medizin ist ein wunderschönes Beispiel, wie uns künstliche Intelligenz in Zukunft nützlich sein kann. Ja, aber er sagt auch, künstliche Intelligenzen werden in Zukunft auch juristische und politische Aufgaben nehmen, moralische Entscheidungen für uns treffen. Er hat mir erzählt, es ist wirklich kein Witz, es wird mittlerweile sogar schon an Ethik-Logarithmen für autonome Autos gearbeitet. Haben Sie davon schon mal gehört? Ethik, gell, man kennt Ethik-Logarithmen für autonome Autos. Ganz einfach, stell dir mal vor, angenommen, du bist ein autonomes Auto und deine Bremsen versagen. Da muss natürlich... Was mache ich jetzt? Ja? Fahre ich jetzt geradeaus weiter in das Kind rein oder biege ich rechts ab und fahre die Rentnerin zusammen? Na klar, ja, die Rentnerin hat vielleicht noch 10 Jahre zu leben, ja? Das Kind vielleicht noch 70. Klar, dann muss ich natürlich die Oma umbügeln, vollkommen klar. Ja, aber angenommen, da steht nicht eine Oma, sondern 8 Omis. Ja? Zusammen sind es ja 80 Jahre. Dann muss ich natürlich den ABC-Schützen abballern, vollkommen klar. Aber angenommen, da steht kein ABC-Schütze, sondern eine schwangere Frau. Eine schwangere Frau, das sind 2 Leben. Dann haben natürlich die Omas rechts wieder Pech gehabt. Außer sie trommeln noch schnell die Fischerchöre zusammen. Das geht natürlich. Aber angenommen, da stehen keine Fischerchöre, sondern eine 2. schwangere Frau. Dann haben wir natürlich eine Pattsituation. Wäre es da nicht ethisch sauber, wenn mein Auto einfach links gegen die Mauer knallen wird? Dann wäre schließlich nur ich tot. Aber sind wir ehrlich, wer kauft sich ein Auto, was sich im Notfall so illoyal gegenüber seinem Besitzer fällt?
hören. Ganz anders. Angenommen, geradeaus steht kein Kind, keine schwangere Frau, keine Omis, sondern Björn Höcke. Ja, muss man da nicht draufhalten, auch wenn die Bremsen eigentlich vollkommen in Ordnung sind. Das ist die Frage. Ja. Ja, das kommt gut an. Wunderbar. Ja. Ja. Konrad hat mich gefragt, was ich davon halte. Ja, ich habe mir gedacht, na ja, wenn man Computer mit Müll füttert, kommt am Ende auch Müll raus, oder? Wie wird Donald Trump ein autonomes Auto programmieren? Aber um Gottes Willen, natürlich, wenn autonome Autos und intelligente Verkehrsleitsysteme den Verkehr besser machen, das ist super. Gerade wenn es um Verkehr geht, ihr könnt vorstellen, ich bin ja beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Könnt ihr vorstellen, ja, als Kabarettist lebe ich quasi auf der Straße. Und Witz! Es gibt Autobahnraststätten, da bin ich in der Woche so oft, dass mir Sanifair erlaubt hat, auf der Toilette Bilder von meiner Frau aufzuhängen. Ja, und nichts, was mir so den Alltag vergällt, wie einer von diesen wild gewordenen Asphalt-Rambos, die nur mit 180 Sachen am Arsch kleben und ihr Lichthupe geben, als wollen sie überholen, sondern eine Rektoskopie durchführen, oder? Ja, deswegen bin ich da skeptisch. Ich weiß, ich habe es selbst gesagt, ja. Erstes Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Ja, Fortschritt ist weder gut noch schlecht. Aber ihr könnt euch als Faustregel merken, je dümmer die Idee ist, desto stürmischer wird der Erfolg sein, oder? Mein Nachbar hat sich zum Beispiel jetzt so ein SUV gekauft, einen Geländewagen, in München. Ich habe gesagt, Kerl, in München gibt es kein Gelände. Im Odenwald, da gibt es Gelände. Ja, aber da fährt niemand einen Porsche Cayenne, oder? Porsche Cayenne, das ist doch kein Auto für einen richtigen Mann. Wisst ihr, wie man SUV im Odenwald nennt? Traktor. So sieht's aus. Ja. Ja, und ich weiß, Sie gucken mich jetzt an und sagen, aber Herr Weber, Sie haben doch selbst gesagt, das Bessere ersetzt das Schlechtere. Vollkommen richtig, ja, das Bessere, verstehen Sie? Nicht das Sinnvollere, nicht das Vernünftigere, das Stärkere, das Aggressivere, das Profitablere. Natürlich, in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung bestimmt natürlich das Geld die Richtung des Fortschritts, oder? Schönes Beispiel, Autos, ja? Ich habe mir vor 3 Jahren ein neues Auto gekauft. Ja, da habe ich hier auf dem Dreisat-Festival eine Nummer dazu gespielt. Jetzt musste ich mir Auto leihen. Ich habe sofort eine Fortsetzung geschrieben, was in diesen 3 Jahren schon wieder an Fortschritt verbrochen wurde. Es geht auf keine... Ja, der Verleiher hat mir da so ein Schiff hingestellt, wirklich ein Riesending. Ich kenne mich auch nicht aus, irgendwas weiß ich. Ja, ein Audi TT Sept oder was weiß ich. Mercedes Reibach mit integrierten Genitalexpander oder irgend so ein Quatsch. Ne? Ich weiß es nicht, irgendeine Limousine. Ja? Habe ich reingesetzt in nur noch Lichter. Lichter, 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 Schalter, Schalter, Display, Display, Schalter, Lichter, 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 Lichter. Der Verkäufer hat mich gefragt, und Herr Weber, kommen Sie zurecht? Ich habe gesagt, natürlich komme ich zurecht. Kleine Frage zum Mars. Muss ich da beim Mond links oder rechts abbiegen? Ich weiß gar nicht mehr. Hm? Bin ich losgefahren. Ständig tut im Auto irgendwas blinken oder macht blink, 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 blink. Kennt ihr diesen Warnton? Blink, 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 blink. Ja? Bin ich zu schnell gefahren? Blink, 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 blink. So ein Auffahren? Blink, 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 blink. Ist mir jemand so ein Auffahren? Blink, 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 blink. Ist eine Tasche auf dem Nebensitz gelegen? Hat das Auto geglaubt, da sitzt jemand? Muss sich die Tasche anschnallen, damit es aufhört zu blinken. Ja, wer kennt das? Ja. Ja, was muss? Ja. Und auf einmal riecht's komisch. Ja, es riecht ganz komisch, so brenzlig. Ja, gar nicht gewusst, was los ist. Ja, hab ich einen Verleiher angerufen, hab gesagt, Entschuldigung, aber ich glaube, in dem Auto brennt's. Hat er zu mir gesagt, ja, das ist wahrscheinlich nur der Aromatherapiediffusor, hat er gesagt. Ja. Und jetzt, das Auto hat einen Aromatherapiediffusor. Ja? Also, wenn der Bauer draußen Gülle versprüht, kriegst du vom Auto ätherische Öle in die Fresse reingepustet. Ja, man weiß überhaupt nicht, was schlimmer ist. Von der Jaure der Gestank oder vom Auto der anaphylaktische Schock, den man bekommt. Ja? Ja, und man kann zwischen 4 stimmungsvollen Aromen auswählen. Ja? Und die Aromen, die heißen natürlich dann nicht Blumenduft oder Frühlingswiese. Die heißen zum Beispiel Sport. Ja? Wenn ich will, dass mein Auto nach Sport riecht, dann ziehe ich die Schuhe aus und halte die Tennissocken in Heißgebläse rein. Oder? Oder Nightlife. Ein Duft heißt wirklich Nightlife, also Nachtleben. Mein Auto riecht immer nach Nachtleben. Ja? Ja, Tabak, Qualm und Restalkohol, so riecht mein Auto. Ja, nimmt mir doch kein Polizist ab, riechen Sie nach Ethanol? Nein, das ist mein Auto. Ja.
Und es geht weiter. Weißt du, Frankfurt, auf einmal bewegt sich der Sitz. Ich schwör's euch, der Sitz bewegt sich. Ich bin natürlich in Panik ausgebrochen. Beide eine ganze Knöpfe. Ich hab gedacht, oh, jetzt habe ich den Schleudersitz ausgelöst wahrscheinlich. Ja, dann habe ich den Verleiher wieder angerufen und habe gesagt, tut mir leid, aber ich glaube, in dem Auto spukt's. Hat er gesagt, nee, das ist wahrscheinlich nur die Massagefunktion. Hat er gesagt, ja, das ist wahrscheinlich nur die Massagefunktion. Er hat zu mir gesagt, also wenn ich auf dem Sitz irgendwie unruhig hin und her rutsch, an sich schon eine Unverschämtheit, oder? Wann wäre ich jemals auf einem Sitz unruhig hin und her gerutscht? Also, gell, das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, mich irgendwie so. Also, wenn ich irgendwie auf dem Sitz irgendwie unruhig hin und her rutsch, glaubt das Auto, ich bekomme, ich zitiere, Wundstellen. Wenn Sie vom Autofahren ein Dekubitus bekommen, dann wird es Zeit, aus der Scheißkarre mal wieder auszusteigen, okay? Ja. Genau, ne? Und so, natürlich auch hier kann man zwischen 16 verschiedene Massagen auswählen. Es gibt zum Beispiel eine Active Massage, es gibt eine Classic Massage, es gibt sogar eine Mobile Massage, eine mobile Massage. Mir tut jemand bei 180 Sachen am Arsch rumkraule. Wie mobil soll denn die Massage noch sein? Und ja, Jungs, das wird euch interessieren. Es gibt sogar Hot Relaxing Massage, oder? Hot Relaxing Massage, oder? Wahrscheinlich mit integrierter Happy Ending Funktion. Also. Ist ja auch viel sicherer, oder? Da kann man beim Onanieren die Hand am Steuer lassen. Ist doch wunderbar, ja? Ja, aber ist doch super, oder? Hier Aromatherapie, Massagefunktion, dann Heizung, volle Pulle aufgedreht. Baby, hast du Lust auf ein Wellnesswochenende? Oh, das wäre geil. Dann geh in die Garage, das Auto läuft schon. Ja, lass uns raus. Ja. Seht ihr, das ist also aus dem Auto seit seiner Patentierung im Jahr 1886 geworden. Ein fahrender Tempel der Lüste. 1804 wurde die Dampflokomotive erfunden. Was haben wir daraus gemacht? Die Deutsche Bahn. Und das ist kein Tempel der Lüste, oder? Das ist eine fahrende Kloake. Gerade wenn es um Toiletten geht, oder? Toilette, oder Bahn, oder? Gell? Oder? Wenn man die Toilette aufwacht, weiß, wenn ich mich hier setze, bin ich tot. Okay, Toilettenpapier ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Als Zellulosebrei umspült es die Knöchel. Gerade im Sommer bereut man es doch, dass man sich für Sandalen als Schuhwerk entschieden hat. Wahrscheinlich eine Idee aus der Kreativabteilung der Bahn. Lokuspapier zum Selbstschöpfen. Ja, und oft kommt man ja gar nicht rein in die Toilette, oder? Ja, weil sie vorübergehend nicht funktionstüchtig ist. Schau, immer vorübergehend nicht funktionstüchtig. Oder weil sie kaputt ist. Ja, früher ging doch Bahntoiletten kaputt, oder? Und warum gingen Bahntoiletten kaputt? Hä? Naja, weil sie Plumpsklo gewesen, oder? Ein Plumpsklo. Was soll an einem Loch im Zug kaputt gehen? Da geht's ihnen kaputt, ja? Ja, ihr junge Leute, könnt euch da gar nicht mehr dran erinnern, oder? Doch, und wieso? Frage mal, Opa. Früher konnte man durch die Schenkel bis auf die Gleise runter gucken. Na, und wenn man sich gut ausgekannt hat, hat man gewusst, oh, ich muss mich beeilen, wir sind schon in Offenbach. Ja. Ja, das hat uns der Vater als Kinder immer eingeschärft. Er hat immer zu uns gesagt, Kinder, egal wie stark es draußen regnet, eine Eisenbahnbrücke ist kein guter Ort zum Unterstellen. Also, außerdem vergessen wir nicht das vierte Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Nur weil Fortschritt passiert, heißt so lange nicht, dass die Leute ihn dann am Ende auch benutzen, oder? Wenn ich meinem Nachbar komme mit autonomem Auto, da flippt er aus. Das ist mein Auto, das habe ich gekauft, das kaufe ich. Ja, das habe ich gekauft, das fahr ich. Und jetzt so ein Arsch aus Silikon, jetzt geht's aber los. Das Auto fährt nicht mal seine Frau. Die hat ein eigenes Auto bekommen. Hat sie natürlich noch nie kaputt gefahren. Und warum? Weil Frauen die besseren Autofahrenden sind. So ist es. Ja, da kann man mal klatschen, ja. Ja, da gibt's gar nichts so Stoffeliges zu gucken. Ja, zeigt mal, da guckt er. Ja.
Nee, Thüringen hat 2018 eine Studie gemacht. Ergebnis: 2018, 90% aller im Suff verursachten Unfälle wurden von Männern verschuldet. Saudi-Arabien war ja das letzte Land, was es Frauen erlaubt hat, Auto zu fahren. Thüringen wird das erste Land sein, was es Männern verbietet. Ja, aber da steckt natürlich die alte Angst dahinter, dass Maschinen uns Menschen ersetzen könnten. Aber da will ich euch tatsächlich so ein bisschen die Angst nehmen. Ja? Natürlich nach jeder technischen Revolution wurden Arbeitsplätze vernichtet. Ja? Man denkt heute schon, 40% der heute bezahlten Tätigkeiten könnten von Maschinen erledigt werden. Ja, es war schon immer nach der Dampfmaschine, nach dem Webstuhl sind Arbeitsplätze vernichtet worden. Aber es sind auch immer neue entstanden. Warum drittes Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts, oder? In jeder Lösung eines Problems liegt die Ursache vom nächsten Problem. In einer digitalisierten Welt, da brauchen wir IT-Manager und Sicherheitsexperten und Cyberkrieger. Ja, und Witz, Cyberkrieger. Ich habe gelesen, der Krieg der Zukunft findet im Internet statt. Habt ihr gewusst, die Hälfte aller Krankenhäuser in Deutschland wurden schon Opfer von Cyberattacken. Es wurden sogar schon implantierte Geräte gehackt. Versteht ihr? Angela Merkel verhängt Sanktionen gegen Putin und als Antwort schallt aus deutschen Hörgeräten nur noch Helene Fischer. Davor solltet ihr keine Angst haben. Jetzt fragt ihr natürlich, ja Philipp, vor was sollten wir denn Angst haben? Ja, jetzt gehen wir mal zurück zu meinem Freund Konrad. Ja, irgendwann mal Schluss gewesen mit der Bea. Ja, Schluss gewesen mit der Bea. Sie hat Schluss gemacht, bin sofort nach Berlin hochgefahren. Er sah schlecht aus, ganz bleich, ganz mager. Ich habe gesagt, Mensch, Konrad, wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Ah, er geht nicht mehr vor die Tür, er braucht nicht mehr raus, er geht nie wieder raus. Warum soll er raus? Ja, seine Kollegen trifft er über Zoom, seine Freunde über Skype. Pizza bringt der Service. Einkaufen tut übers Internet. Wirklich, der Waldo ist auf Weg zu einer halb virtuellen Existenz. Wenn du mit dem telefonierst, irgendwann fragst du sowas wie, und wie ist das Wetter in Berlin? Kommt keine Antwort. Dann hab ich gesagt, Waldo, wie ist das Wetter in Berlin? Hat er gesagt, ja, sorry, meine Wetter-App spinnt. Dann hab ich gesagt, was heißt hier Wetter-App? Dann geh doch einfach zum Fenster. Ah, gute Idee. Und? Nee, hier ist das Netz auch nicht besser. Ja, das ist halt. Ja, ich habe natürlich gesagt, Mensch, Waldo, du musst unbedingt zur Bär. Warum soll ich zur Bär? Ja, du willst doch bestimmt zurück. Ich will es nicht zurück. Ich brauche es nicht zurück, um Gottes Willen. Ich habe schon neue Freundin. Was, noch eine neue Freundin? Ja, die Endolin. Oh, Endolin ist aber ein schöner Name. Ist das irgendwie, hat die irgendwie Migrationshintergrund? Ist das irgendwie isländisch? Ja, fast. Sie ist eine Baumelfe aus Mittelerde. Hat gesagt, was, eine Baumelfe? Redest du irgendwie von Rollenspielen? Hat er gesagt, nein, VR, virtuelle Realität. Er hat gesagt, das Internet schafft vollkommen neue sexuelle Möglichkeiten. Er hat gesagt, es gibt Internetplattformen, da kann man in und mit 300 verschiedenen Körpern sexuelle Interaktion haben. Er hat gesagt, was, du gehst in Internetpuff? Na, so würde ich es nicht sagen. Wie würdest du es denn sagen? Ja, genau so kann man sagen, hat er gesagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie funktioniert das? Hat er zu mir gesagt, ja, alles, was man dazu braucht, ist eine VR-Brille, die kennt ihr bestimmt, oder? So eine VR-Brille. Und jetzt schalte ich an, einen VR-Genitalköcher. Einen VR-Genitalköcher. Ich habe gesagt, Konrad, wo zur Hölle bekommt man denn einen VR-Genitalköcher her? Hat er gesagt, bei Amazon, hat er gesagt. Ohne Witz, bei Amazon kann man es kaufen. Ja? Und wenn Sie dann noch nicht genug an Ihren Mitmenschen verzweifeln, lesen Sie die Kundenrezension. Dann ist es vollkommen vorbei. Das schwöre ich aber. Ja. Hat er gesagt, ja, ob ich das mal ausprobieren will? Hab ich gesagt, nein, ich möchte es nicht ausprobieren. Warum? Weil genau an so einem Teil habe ich mir vor 30 Jahren beinahe den Sack abgerissen. Hat er gesagt, wieso? Da gab es noch keinen VR-Genitalköcher. Ja, aber Staubsauratsche gäbe. Staubsauger, ja. Ja. Ja, na ja, schön, dass euch das. Ja, hat er gesagt, probier's doch aus, sei doch nicht so spießig. Ich habe gesagt, das hat doch nichts mit Spießigkeit zu tun, oder? Ich meine, es wäre schon schlimm genug, wenn ich meiner Frau sagen würde, du Schatz, Entschuldigung, ich hab dich betrogen. Noch schlimmer wäre es für sie wahrscheinlich, wenn ich sagen muss, Schatz, ich hab dich mit einem Mann betrogen. Aber wenn ich jetzt sagen muss, Schatz, ich habe einen Ork aus Herr der Ringe gebumst. Ja, da wird sie mich fragen, wie konntest du das tun? Was soll ich dann sagen? Als Gandalf der Geile oder was soll ich sagen? Ja, und ihr denkt wahrscheinlich, das ist alles totaler Science-Fiction.
Lest mal bitte die Homo Digitalis Studie des Fraunhofer Institutes. Die Homo Digitalis Studie des Fraunhofer Institutes hat festgestellt, ein Drittel der Deutschen sagen, sie könnten sich vorstellen, mit einem Sexroboter zu schlafen. Mit einem Sexroboter. Aber bitte, das hat nichts mit diesen Plastikpuppen zu tun. Ihr wisst schon, diese Plastikpuppen früher, wo das Vorspiel daraus bestand, dass man seine Sexualpartnerin erstmal aufpusten musste. Und wenn man sie aufgeblasen hatte, hat man festgestellt, oh verdammt, die Alte hat eine Kiefernsperre. Ja, schön, dass er dir gefällt. Wunderbar. Ja. Nein, moderne Sexroboter, das sind plastomere Geliebte, das sind perfekte menschliche Abbildungen, gefühlsecht, körperwarm. Und jetzt schnallt an, mit denen kann man sogar reden. Ohne Witz, mit diesen Sexpuppen kann man reden. Aber um Gottes Willen, was will ich denn mit einer Sexpuppe reden? Und Dolly, wie ist dein Tag gewesen? Na, wie soll mein Tag gewesen sein? Ich lag unter dem Bett, in meinem Karton. Du nimmst mich ja nie mit raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne keinen einzigen anderen Kollegen. Ich kann nicht mit zur Arbeit nehmen, weil dich für mich schämst. Ach, Dolly, lang mich nicht an! Nein, ernsthaft, ich verstehe das Konzept nicht. Ich meine, wenn die Jungs, die Sexpuppen haben, mit Frauen reden könnten, dann bräuchten sie doch wahrscheinlich keine Sexpuppen, oder? Ja. Ja, ich meine, schaut mich an, ich bin wahrlich kein Don Juan, aber ich habe auch jemand abbekommen, oder? Und warum? Weil ich reden kann. Ich kann reden. Ja, das sollen die Männer hier im Raum bloß nicht unterschätzen. Man muss nicht schön sein. Manchmal reicht schon die Macht des hartnäckigen Bettelns. Ja, ich bin... Danke, ja. Ja, aber moderne Sexroboter, die werden sogar mittlerweile mit Charaktereigenschaften ausgestattet. Ja, es geht weiter in die Vermenschlichung. Nicht ausgedacht. Moderne Sexroboter, die heißen heute Wild Wendy, Young Yoko, Ripe Mutter, also reife Mutter. Es gibt sogar eine Frigid Pfarrer. Eine Frigid, wer kauften sich eine frigide Sexpuppe? Da weiß ich gar nicht, ist sie kaputt oder ausgeschaltet. Wo ist das Prinzip, oder? Ja, und schnell, Jan, Frigid Pfarrer sagt bei Berührung nein. Und da wird es langsam richtig gruselig, oder? Ja, weil Nein bedeutet Nein. Das sollten wir langsam seit MeToo gelernt haben, oder? Das ist natürlich auch ein Ansatz. Ja, statt Benimmschulen, statt Aufklärungskurse gegen sexualisierte Gewalt, kriegt das Priesterseminar in St. Pölten einfach einen Gummiministranten. Konrad, das ist doch Quatsch. Ich hab gesagt, Konrad, ich meine, du kannst vielleicht Endolin lieben, richtig, aber eine Maschine wird doch niemals dich lieben können. Hat er gesagt, das weißt du nicht. Na doch, das weiß ich. Und selbst wenn es so wäre, wäre es ein Horror. Stell dir mal vor, Maschinen hätten Gefühle. Wie will man sich über sein Schnäppchen im Elektromarkt freuen, wenn man zu Hause seiner Espresso-Maschine erklären muss, dass man eine neue hat? Hey, Bialetti, Baby, ich hab da jemanden kennengelernt. Ist sie jünger? Ja, sie hat noch Garantie, du Schwein. Ich meine ernsthaft, versteht ihr Frankfurt, oder? Menschliche Probleme können nur von Menschen gelöst werden, oder? Es gibt manche Dinge, für die gibt es keinen maschinellen Ersatz. Ihr guckt mich an. Wenn ihr glaubt, eine Maschine kann meinen Job machen, dann lasst euch mal von Alexa einen Witz erzählen. Wenn Alexa Witz erzählt, dagegen wirken die apokalyptischen Reiter wie ein Karnevalsumzug. Ohne Witz. Mach das mal, ja, man kann es ja machen. Alexa erzählt einen Witz und erzählt einen Witz. Womit bezahlen Piraten? Mit der Schatzkarte. Das ist doch kein Witz. Wenn Alexa das witzig findet, ist die erste Maschine, die kifft. Offensichtlich, ja. Ja, das ist doch kein Witz. Jetzt erzähle ich Ihnen mal einen Witz. Ein 88-jähriger Amerikaner kommt in eine jüdische Sprachschule und sagt, er wird gerne noch Hebräisch lernen. Sagt der Rabbi, warum wollen Sie in Ihrem Alter noch Hebräisch lernen? Sagt der Amerikaner, na, wenn ich bald im Angesicht Gottes stehe, möchte ich doch Gottes Sprache kennen. Sagt der Rabbi, ja, und was ist, wenn Sie in die Hölle kommen? Na, ein bisschen Deutsch kann jeder. Ja, das ist doch ein schöner Witz, oder? Ja. Und bitte, verstehe mich falsch, Alexa ist keine KI. Alexa ist ein digitaler Automat, wurde programmiert, das so zu erzählen. KI sind faszinierende Maschinen, die können endlose Datenmengen auswerten, Muster kennen, neu kombinieren, mittlerweile sogar selbstständig lernen. Es ist fantastisch. Aber eine KI hat ein ganz fundamentales Problem. Sie weiß nicht, was sie tut und sie weiß auch nicht, warum sie es tut.
Versteht ihr, natürlich, ein Schachcomputer kann nur den besten Schachspieler im Schach schlagen. Vollkommen richtig. Aber selbst der beste Schachcomputer weiß nicht, dass er Schach spielt, warum er Schach spielt und dass Schach überhaupt ein Spiel ist. Versteht ihr, selbst wenn wir einer Maschine beibringen könnten, einen Witz zu schreiben und auch gut zu erzählen, was richtig gut ist, sowas wie Verkehrskontrolle, wie heißen Sie? Franz Beckenbauer, wollen Sie verarschen? Ich weiß doch, wer Franz Beckenbauer ist. Also, wie heißen Sie? Johann Wolfgang von Goethe. Na also, geht doch. Ja, die Maschine könnte nicht, was Sie jetzt tun. Sie können nicht lachen, weil die Maschine selbst hat natürlich keinen Humor. Und Humor sollte man haben, wenn man Witz erzählt. Weil, sind wir ehrlich, wenn man wirklich Humor hat, muss man nicht mal einen Witz haben, um komisch zu sein, oder? Mein Opa konnte alles vorlesen. Das war schweinewitzig gewesen. Steuererklärung, da hat der Finanzbeamte erst gelacht und dann Haftbefehl ausgestellt. Ich bin das beste Beispiel. Ja? Wenn man komisch ist, muss man den Witz, den man erzählt, nicht mal verstehen. In meiner Kindheit habe ich immer Witze erzählt, die ich selbst nicht verstanden habe. Lieblingswitz meiner Kindheit ist zum Beispiel gewesen, Friesen machen einmal im Monat einen Mustag. Morgens Apfelmus, mittags Pflaumus, abends Orgasmus. Ja, das ist kein großer Knaller, das weiß ich. Aber wenn dieser Witz erzählt wird von einem Fünfjährigen bei der Kindergarteneinweihung, in Beisein des Bischofs, ne, da liegt die Gemeinde unter dem Tisch, das schwöre ich euch. Ja. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Seht ihr mal, ich bin jetzt mittlerweile seit 15 Jahren Kabarettist und schreibe Pointen und Witze. Ich weiß nicht im Vorfeld, ob das, was ich geschrieben habe, Sie am Ende auch lustig finden. Ich kann es nicht sagen. Ich kann vielleicht sagen, ich finde es witzig, aber finden Sie es witzig? Ich weiß es nicht. Ja? Deswegen muss ich jeden Witz ausprobieren. Ich stelle mich auf die Bühne, erzähle einen Witz und warte. In Österreich bis zu 10 Minuten natürlich, aber was ich damit sagen will, was ist menschliche Komik, was ist Humor? Es ist ein Mysterium, dafür gibt es keinen Logarithmus, dafür gibt es keine Formel. Das heißt, selbst wenn wir eine Maschine hätten, der mir theoretisch beibringen könnten, was der menschliche Humor ist, könnten wir es trotzdem nicht, weil wir gar nicht wüssten, was sollen wir dieser Maschine eigentlich ganz genau erzählen. Der Konrad sagt, irgendwann werden Maschinen auch Emotionen haben, Selbstbewusstsein, Persönlichkeit. Ich sage, ja, aber erst dann, wenn wir Menschen selbst wissen, was es ist. Und bisher wissen wir es nicht. Und selbst wenn wir es wissen, können wir das in die Sprache der Maschine übersetzen. Weil die Sprache einer Maschine ist reine Mathematik. Alles außerhalb von diesem Code ist einer Maschine nicht zugänglich. Aber Kinder, der menschliche Geist ist doch mehr als reine Mathematik, oder? Der menschliche Geist ist eine wilde Mischung aus Logik, Inspiration, Intuition, Erfahrung und das, was deine Frau dir sagt, selbstverständlich. Ja. Und Humor ist dabei vielleicht die größte geistige Leistung. Warum? Weil der Humor schafft es, dass wir über Dinge lachen, die eigentlich die große Tragik im Leben darstellen. Herr Doktor, wo bringen Sie mich hin? Auf die Pathologie, ich bin doch noch gar nicht tot. Aber Herr Weber, wir sind doch noch gar nicht da. Deswegen bitte, Frankfurt, ja? Ja? Menschen sind durch Maschinen nicht zu ersetzen. Ihr nicht. Ich nicht und schon gar nicht das Dreisat-Festival heute aus Frankfurt. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Ciao!